Hi Leute, hier ist Wikilico und ich habe mir wieder neue Schuhe gekauft. Orange hatte ich noch nicht. Ich muss sagen, mir ist ein paar Treter kaputt gegangen und zwei paar Treter habe ich zum Spenden geschickt, die ich einmal anhatte und mir dann doch nicht gefallen haben. Auch ich mache mal Fehlkäufe. Wie gesagt, hier ein geiles Orange, die Größe 38. Eigentlich habe ich also 36, 37, 38, 39. Ja, es kommt nur darauf an, wie der Schuh ausfällt. Und er passt wunderbar. Bei mir ist es so, die Schuhe werden einmal gebunden, dann nie wieder. Also einmal Schuhe, Schnürsenkel binden, wird ein Leben lang benutzt. Ich schlüpfe da immer so rein. Mit der Methode halten die Schuhe genauso lange, als wenn ich sie dann aufmache. Die Schuhe haben eigentlich 55 € gekostet, aber ich habe sie im Sonderangebot für 15 € gekriegt. Ja, ich denke mal, die Größe und die Farbe wollte keiner. Ich bin ehrlich, ich stehe auf Turnschuhe. Wenn es im Winter nicht schneit, kann ich euch eins verraten, trage ich hundertprozentig Turnschuhe. Wenn es schneit, muss ich meine Winterschuhe anziehen. Ich habe ein paar Winterschuhe und ich hoffe, die halten noch ein paar Jährchen. Ich bin lieber so der Turnschuhtreter und wenn es nicht schneit und auch nicht so doll regnet, dann ziehe ich immer diese Treter an, beziehungsweise meine anderen Treter. Ich habe auch Treter, die aus Leder sind. Die ziehe ich dann auch im Regen an. Aber ich bin so der kunterbunte Turnschuhtreter-Typ. Und was soll ich euch sagen? Ich finde die Farbe einfach total geil. Hier so ein richtiges, geiles, knalliges Orange mit ein bisschen Gelb drinne. Ich bin in diesen Schuhladen gegangen, wie ich es immer mache, und guck da einfach nur Regale. Also ich gehe jetzt nicht von Regal zu Regal und guck da rein, sondern ich gehe auf den Hauptgang, guck rechts und links ins Regal. Und diese Schuhe, die haben mich beim Reinkommen, habe ich in die Kinderabteilung, sowas wie es klingt, in diese Abteilung von Turnschuhen bin ich da reinmarschiert, weil was will ich bei Winterträdern rumlatschen, wenn ich keine Winterträder kaufe? Und die haben mich sofort angelacht, die haben gerufen, Kiliko, bitte kauf mich. Und ich habe gesagt, okay, ich kauf euch. Anprobiert. Ihr seht das einmal probiert, durch den Laden geschniebelt. Und dann, hier ist auch der Preis. Na, 24,90 stimmt nie ganz. Die waren runtergesetzt von 55 auf 15. Bestimmt vielleicht erst von 55 auf 25 und dann auf 15. Ja gut, die Farbe und die Größe wird bestimmt nicht so schnell einer kaufen. Aber ich habe die gekauft. Ich finde sie geil. Die waren jetzt zwar noch ein bisschen im Schrank stehen. Ich muss auch noch meine anderen neuen Treter, die ich mir gekauft habe, anziehen. Aber ich sag euch eins. Ich ziehe jeden Tag, wenn ich zu Hause im Urlaub bin, jeden Tag ein anderes Paar Turnschuhe an. So, wie gesagt, hier nochmal schön. Die Farbe sieht einfach nur geil aus. Ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr zu den Schuhen findet. Mir der Preis stimmt nicht. Es sind wirklich 15,90 €. Kassenbon habe ich weggeschmissen, weil Garantie hat man eh kaum auf die Schuhe. Und ich würde sagen, macht's gut und lasst einen Kommentar da. Tschüss.